Hallo, ich bin Gerald Malo und ihr guckt hier Guitar Mania und ich möchte euch gerne mal meine Instrumente vorstellen, die wir hier auf der Frankfurter Musikmesse für euch bereithalten. Bei uns geht es los mit dem Konzertmodell. Das ist ein sehr moderner E-Bass, gibt es in verschiedenen Hölzern, alles custom made. Wir machen jedes Instrument von Hand in Schraubhals und durchgehendem Halsbauweise, verschiedene Elektroniken, Hölzer nach Wahl, alles was das Herz begehrt. Wir haben hier des Weiteren unseren M-Bass. M-Bass wurde das erste Mal, ist ja auf den Markt gekommen, 2000, das Millennium-Modell. Und wir haben hier Single-Cut-Bauweise, durchgehender Hals. Den gibt es natürlich auch in der Custom-Bauweise mit verschiedenen Hölzern nach Wahl. Ein Instrument, was sehr direkt, sehr tief im Ton ist und extrem lange Sustain hat. Und für unsere Kunden, die es lieber ein bisschen traditioneller wünschen, haben wir den Botan. Der Botan ist ein Instrument, was sehr basic-mäßig Dimitru-Body gebaut ist, hat einen Ahornhals mit in dem Fall Ahorn-Griffbrett oder Palisander. Wir haben zwei Single-Coil-Pickups in der alten, bewährten Jazz-Bass-Position, eine passive, aktiv-passive Zweiband-Klangregelung, Matching-Headstock, verschiedene Furnierdecken, verschiedene Farben und jedes Instrument wird individuell gefertigt. Und unser Flaggschiff, wenn man es so nennen darf, ist unsere Diva. Die Diva ist ein Fretless Bass mit durchgehendem Hals, mit 3 Oktaven Griffbrett, Palisander, Mahagoni, verschiedene Decken, ebenfalls verschiedene Bauweisen. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf, da wir gerade in den USA den ganz begehrten Preis gewonnen haben für dieses Modell. Und des Weiteren sind wir natürlich immer gern dafür, dass wir Custom-Bestellungen annehmen. Wir bauen euch den Bass, den ihr haben wollt. Und bitte checkt uns aus auf unserer Website und euch ein gutes Leben.